Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Emma Pixel und heute haben wir einiges vor. ich habe mir schon hier einen herbstlichen Latte Macchiato gegönnt. Ein bisschen zum Zucker rein. Normalerweise trinke ich den wirklich ohne alles, also wirklich nur Latte Macchiato. Aber es ist jetzt Oktober, es beginnt die Halloween-Zeit. Ich bin ziemlich hyped, es ist meine Lieblingsjahreszeit und ja, ich bin auch schon überlegen, was ich demnächst mal backen soll und so etwas Schönes. Ja, was ich euch eigentlich sagen wollte, lehnt euch zurück, holt euch einen Tee, holt euch einen Latte Macchiato oder sonst was und oder auch was zu futtern, denn wir haben einiges vor. Wir haben 15 Fohlen und ich werde das in einem durchziehen. Das zu splitten ist irgendwie klar, ich könnte daraus jetzt zwei Videos machen, aber nee, kein Bock. Ich mache das jetzt in einem, weil sonst schiebe ich das nur wieder vor mir her und ich habe dann wieder neue Fohlen. Was ich eben gesehen habe, kurz vorweg, ist, dass am Mittwoch in einer Woche mein erstes mongolisches Fohlen kommt und darauf freue ich mich wirklich sehr. Danach kommt am Freitag ein ganzer Schwung. Und ja, da wird das Video auch wahrscheinlich pünktlich sein, denn ich werde da Urlaub haben. Und genau, muss ja auch mal sein. So, dann kommen wir jetzt erstmal auch noch zu einer ganz kleinen Nebensache und zwar zu meinem allerersten Todesfall. Denn ich habe nicht aufgepasst. Es ist ein Schneefohlen geboren, ein Geisterfohlen, ein Todesengel. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ja, ich habe, wie gesagt, nicht aufgepasst. Silent Dawn hat das Baby gekriegt von Do Ya Like. Und Do Ya Like, ich wusste, dass sie OLW hat. Hat sie ja auch drinnen stehen, aber ich wusste nicht, dass er es hat. Ich habe es einfach nicht gesehen. Er hat OLW. Habe ich nicht gesehen. Also sieht man auch so nicht. ja. Schade. Wirklich, wirklich schade. Ja. Wollen wir hoffen, dass es nicht allzu oft passiert. So viel dazu. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Fohlen von den 15. So. Genau. Wer bis jetzt noch keinen Tee geholt hat, macht auf Pause. Ich warte. Alles klar. So, wir haben ein Hengstfohlen. Die Genetik sagt 741. Die Eltern sagen ja. Da geht es ziemlich stark auf die Mutter. Das ist sehr gut. Für den Anfang. Wie wir wissen, sollten wir uns nicht zu früh freuen. 5, very good. 6, good. Ja, ist die solide Mitte, würde ich sagen, ne? Die solide Mitte. Jetzt gucken wir uns doch nochmal schön die Farbe an. Ein E und ein Dan und ein Splash von 1 und ein Roan. Ja, was soll ich sagen? Ja, es ist leider ein Hengst. Es ist schade, denn und halt auch nur einmal Roan vererbt zu bekommen, was definitiv möglich gewesen wäre, dass er zwei bekommt. Ist ein schicker Kerl, aber ich glaube, den werde ich auch verkaufen. Ja, wie gesagt, wäre der besser als der Vater, also er ist besser als der Vater, aber er hat leider weniger Very Good und kein Doppel-Roan. Deshalb wird das nichts. Schade, aber wir haben noch ein bisschen zu tun. So, dann haben wir von Fancy Rocket einen Fohlen bekommen. Und ein Fuchsfohlen, das sieht ja schon mal echt süß aus. 768. Ja, ist in der Mitte getroffen. Das ist ja schon mal was. Nichts abgesagt. 11 very good, ein good. Ich glaube, das hat die von der Mutter übernommen, ne? Ja, schade. Ich hätte natürlich mir sehr, sehr gewünscht, dass sie 12 very good bekommt, aber hat sie nicht. Aber ist kein Problem. Wir schauen nochmal, was die Genetik sagt. Denn sie wäre dann schon besser, wenn sie jetzt noch einen Doppel-Roan hätte. Und sie hat gar keinen Roan, Leute. Eieiei. Okay, also sie hat ein Dan und ein Z. Das
Was auch interessant ist, denn das Z sieht man auch nicht, aber es ist halt auch nur ein Z. Ein Dann und ein Z. Schade. Und das aus einer Doppel-Rowan-Zucht hier, ne? Sehr selten, dass da nichts rauskommt, aber ja, wenn die Leute es nicht wollen, dann kriegen sie Roan. Wenn sie es doch wollen, dann kriegen sie keinen Roan. Ah, wie ärgerlich. So, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Sie macht auch leider in Anführungszeichen nur eine Konfi von Mamas Seite, denn der Papa hatte 93 oder das Maximale war 93. Wirklich schade. Ich bin noch ein bisschen am Hin und Her überlegen, aber ich glaube, dass ich sie trotzdem behalten werde für die Zucht. Ich glaube, ich behalte sie trotzdem für die Zucht, egal ob da jetzt Roan bei ist oder nicht. Dann werde ich die zu den anderen Stuten schmeißen. Ist aber ja trotzdem eine Roan-Zucht gewesen, aber trotzdem werde ich sie wahrscheinlich, upsala, werde ich sie wahrscheinlich behalten. Genau. Machen wir das jetzt einmal so. Gehen wir mal weiter. Und wir haben noch einen Fohlen von Summerlove bekommen. Der sieht ja einfach nur fast genauso aus. Das ist ein R, Entschuldigung. Mit einer Konfi von 694. So, Konfi 694. Das ist in der Mitte. 9 very good, 3 good. Und was haben die Eltern? 9 very good ist besser als beide. Aber leider weniger WP, ne? Als er. Schade. Okay, gucken wir mal in die Genetik rein. Wir haben ein Dann und Doppelrone. Ja, naja, ist klar. Scheiße. Ein Dann und ein Doppelrone. Hättest du keiner Stute sein können, hätte ich mit dir weiterzüchten können. Ach, wie ärgerlich. Ja, genau. Hier hatte ich noch keinen Halfter aufgezogen, weil der erst heute Morgen geboren wurde. Da können wir jetzt noch nicht nach den Werten gehen. Ja, was soll ich sagen? Der ist zwar Zucker und mit ein bisschen mehr GP oder einem Weibchen hätte ich es behalten. Aber so leider nicht. Gut. Dann haben wir ein Shetland-Fohlen. Wie süß. 534. So, 534 ist schlechter als beide zusammen, drunter, drüber, wie auch immer. Das ist natürlich schon wieder ärgerlich. Drei Good, 8 Average, ein Below Average und ein Stutfohlen. Sie ist ein Stutfohlen. Aber einfach schlechter als EA und Tobiano. Was man aber auch nur erahnen kann an den vorderen Füßchen, ne? Oder Beinen. Nee, also auch wenn sie eine Tobiano-Trägerin ist oder Tobiano hat, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Drei Good sind gut. Wenn wir jetzt nochmal die Eltern jetzt vergleichen, hat er aber 5,52. Er hat leider ein Below Average abgegeben. Sie hat aber keins. Ich hätte gerne natürlich passende GP dazu gehabt und etwas in dem Bereich ohne Below Average. Hat nicht funktioniert. Schade. Beim nächsten Mal vielleicht. Geht mal weiter. Special ich. Special ich. Was sehen wir hier? Sie hat zwei verschiedene Augenfarben. Sie, es ist eine Sie, na Gott sei Dank. Zwei verschiedene Augenfarben. Ich finde es super, super cute. Sie hat eine 530. Und hoffentlich nicht wieder sehr viel weniger als die Eltern. Natürlich hat sie das. Das ist ja unfassbar. Der Bernhard hat mir kein Glück gebracht hier. Und Samhains Cookie auch nicht. 530. Ist ja zum Schießen. 4 gut, 5, 3. Warum macht denn das Spiel sowas mit mir? Also, quasi hat sie alle.
Sie hat zwar einen Good mehr als die Mutter, aber sie hat einen Below Average mehr abbekommen als beide. Also, ne, er hat zwei, sie hat eins, er hat jetzt beide mitgenommen. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, auch wenn ich die Farbe umwerfend finde. Macht mir gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Ich weiß noch nicht, was ich mit ihr mache. Wir haben ein A. Ein Splashword 1. Ich könnte natürlich versuchen, sie zu behalten und dann die GP auf jeden Fall hochzuziehen und natürlich auch die Below Average rauszukriegen, aber das macht mir jetzt gerade wirklich Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Ich bin mir unsicher. Also, ich werde erstmal, was ich noch nie gemacht habe, ein Fragezeichen hintersetzen, werde dann nochmal alle Stuten in einem und die Fohlen vergleichen, denn die vier Good sind natürlich gut, aber die drei Below Average nicht und die über die GP müssen wir nicht reden. Ich werde mir das dann nochmal im Großen und Ganzen angucken und dann schauen, ob ich sie behalte oder nicht. So, dann gehen wir weiter. Und zwar haben wir ein Quarterfohlen. Von, ich glaube, es ist Blair Witch. Und sie hat 600. Sie? Sie hat 698. 698. Das ist eine gute Mitte. Mittlere Position, würde ich sagen. Und wir haben 7 very good. 4 gut, ein Average. 7. Und 4 und 1. Die haben beide kein Average. Wo kommt denn das Average jetzt her? Das ist ja schon wieder böse. Böse, böse. So. Wir haben 2E, ein Set und Splashword 1. Ja, schade. Ich werde sie auf jeden Fall nicht behalten, wegen dem einen Average. Wo auch immer das herkommt. Ja, super schade. Ich hätte sie gerne behalten, vor allem weil sie auch einfach total die gleiche Blässe hat wie die Mutti, sehe ich gerade. Und auch die gleichen Füßchen, abgesehen jetzt von, nee, das sind eins zu eins die gleichen Füße. Das ist fast ein Ebenbild, abgesehen von den blauen Augen. Schade, aber auch sie wird uns verlassen. Wir gehen zum nächsten Fohlen. Oh, wieder eine Schnippenfohlen. Und wir gucken mal, was uns da denn gebracht wurde. 758. Wen haben wir denn verpaart? 758 ist eine Mitte. Sehr schön. 11 very good, ein good. Das hört sich schon mal ganz lecker an. Ja, ist von Blue Cinder. Leider die 12 nicht durchgekriegt. Aber was haben wir überhaupt? Wir haben einen Hengst. Wir haben einen Hengst. Wo ich dann gleich schon wieder überlegen muss, lohnt es sich den zu behalten oder nicht? Ob er einen übertrifft von meinen Hengsten, die ich jetzt schon habe oder nicht? Er hat ein E, ein Z und OLW. Wo denn? Ich werde ihn erstmal behalten, werde das dann nochmal natürlich auch abchecken mit meinen Hengsten und dann werde ich mal gucken. Seine Westernwerte für das Raining ist ziemlich gut. Und an sich ist er ja auch nicht schlecht, deshalb. Und er ist einfach schwarz mit den zwei Abzeichen vorne. Könnte sein, dass ich behalten werde. So, wir gehen weiter. Das ist wunderschön. Und ein Fohlen. Wow. Mir selten so gut gefallen, ein Tierchen. 816. Wir schauen uns die Eltern an. So. Genau, ist dazwischen. Das ist schon mal gut. Nee, da wollten wir nicht hin, wollten hier hin. Ein very good, 8 good, 3 average. Ah, das ist hier einmal runtergesackt. Was hat er denn? 9 good, 3 average. Ja, dann weiß ich ja, woher das Fohlen es hat. Aber habe eine bessere GP als die Mutti. Gucken wir mal, was sie im Labor so sagt. 2E, ein A, ein Dan, ein Champagne, OLW. Aber nur ein Champagne.
Da sieht man ja auch, dass da dann mit drin ist und Champagne. Ja, die Konfi ist bisher auch schlechter als bei der Mutter. Und naja, sie hat einfach keine zwei Champagne, was ich schade finde. Was ich sehr, sehr schade finde, denn ich wollte ja dieses Champagne ein bisschen rausbekommen. Dafür ist ihre Raining-Wert total gut. Aber ich glaube, auch sie werde ich nicht behalten, weil da mir zu viel Zeug drin ist. Zu viel Verschiedenes. 2E ist gut, ist in Ordnung, komme ich mit Leben. Das Doppel, wäre dann Doppel-Champagne drin, wäre das okay. Aber A, D, einmal Champagne. Nee, da kann ich leider. Das möchte ich nicht. Wir machen weiter mit dem nächsten Fohlen. Und das ist von Diva Point. Das sieht doch schon nett aus. Ist ein Hengst. Auch mit 694. Die Zahl hatten wir auch irgendwie heute schon mal. Ja. Doch. Besser als die Mutter. Auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit dem. Er hat 11 very good. 12 very good und 12 very good. Ja, wir wissen, was das bedeutet. Jetzt schon. Aber wir testen natürlich trotzdem erstmal und gucken uns an, was hier los ist. 2E, ein Cream, ein Dun und OLW. Ja, schade. Hier habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, denn beide Eltern haben 12 very good. Das können wir so natürlich nicht stehen lassen. Deshalb gehört auch dieser Hengst leider weggegeben. Alles klar, wir gehen zum nächsten Fohlen weiter. Und zwar haben wir hier, oh, das ist ja süß. Das, ne? Einfach das Bild finde ich super. Wir haben, was ist das, eine Stute? 604 und, na komm. 664. Ui. Ja, Leute, da ist ja schon wieder ein Flop. Schon wieder ein Flop bei. Also heute floppt's richtig, ne? 7 very good. 5, gut. Die haben beide 8 und 4. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Gucken uns das Tierchen trotzdem natürlich auch im Labor an. Ein E, ein A, ein Doppel-Dan, ein Doppel-Z und ein Roan. Oh, sie sieht bestimmt wunderschön aus, wenn sie groß ist. Oh, Scheiße. Okay, es ärgert mich gerade wirklich, wirklich sehr. Ich könnte natürlich sagen, ja, ich behalte sie trotzdem und versuche sie hochzuzüchten, aber ich finde ihre GP-Werte einfach zu schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Aber die Farbe, die könnte sehr specialig werden. Das könnte sehr specialig werden. Gut, aber das hier ist auch jetzt nicht so fantastisch. Ja, sie ist leider wunderschön, aber es ist auch leider einfach zu schlecht. Aber diese Mischung gefällt mir eigentlich ganz gut. Manchmal muss man es ja erst gesehen haben, ne? Nee, schade. Wir gehen weiter zum nächsten Fohlen. Und das müsste Oreo Keks sein. Wir gucken uns doch mal an, was sie uns für einen Hengst gebracht hat. Für 706. Ja, das ist in der Mitte von den beiden auf jeden Fall. 706, dann haben wir 561. Warum habe ich denn das eine Average nicht aufgeschrieben hier? Hat mich gerade sehr irritiert. So, wenn ich mir das jetzt nochmal angucke. Oh ne. Dann hat er das Average von der Mutter mitbekommen, ne? Ist halt trotzdem immer noch schlechter als der Vater. Gucken wir uns mal die Genetik an. 2E, ein Z, ein OLW. Trotz Halfter hat er auch nur eine Konfi von 83. Das ist natürlich auch ziemlich beschissen. Sehr, sehr viel schlechter als die Eltern. Nein, auch dieses Fohlen wird uns verlassen. Ich habe heute einfach kein Glück. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Gut, wir kommen zum nächsten Fohlen. Und das ist das Fohlen von Silver Lightning und es sieht schön aus. Es ist eine Stute. 751.
Richtig schick. Könnte mir schon fast vorstellen, wer der Papa ist. Ja. Habe ich mir fast gedacht, es sah so aus wie 751, habe ich gesagt. Das ist einfach bei der Mutter geblieben. Naja, okay. Dann nehme ich das mal so hin. Und auch die gleichen Werte hier wie bei der Mama. Da habe ich natürlich auch ein bisschen mehr gehofft bei beidem. Oder bei wenigstens von einem von beiden. Wir gucken uns einmal die Genetik an. Okay, so. Ein E, ein Pearl, ein Dunn, ein Doppel-Z, OLW. Der Papa hat einfach eins zu eins das gleiche, außer dass er ein Doppel-E hat. Ja, also sie ist schick, gar keine Frage. Sie ist nur leider kein Roan. Ach, die Mutter ist ja auch kein Roan. Was hab ich denn da gerade gesoffen? Na, okay. Ich habe nichts gesagt. Die bisher beste Konfi liegt bei 89. Das haben die Eltern. Die sind auch beide besser. Naja, was ist, kann ja noch werden. Ja, sie ist jetzt zwar nicht super besser als die Mutter, aber sie hat einfach den Vater eins zu eins in Babyform und als Stute. Ich werde sie mal behalten und gucken, was bei rauskommt, wie es weitergeht mit ihr. Ja, das werde ich tun. Und wir kommen zum nächsten Fohlen. Es ist ein Hengst. Es ist eine 709. Es ist die Mitte. 10 Very Good und 2 Good. Ja, das ist auf jeden Fall besser als sie, aber nicht besser als er. Na, ja, genau. Er hat 12. Wir gehen mal in die Genetik rein. Ein E, ein Pearl, ein Dunn. Und OLW, Splash White 1 und Rowan. Ja, jetzt geht's aber los hier, ne? Ja, ich weiß halt auch nicht so genau, was ich mir erhofft habe, weil die haben beide, bei denen ist ziemlich viel los. Er hat auch noch ein Silbergen mit drin. Sie hatte auch noch Cream mit drin. Ja, ich weiß nicht, was ich mir erhofft hatte. Wäre doch einfach eine bessere Stute als sie, wahrscheinlich. Aber bei ihm ist einfach super viel los, ne? Konfi von 90, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ja, wie ihr wisst, ich behalte nicht viele Hengste, außer sie sind wirklich besser als der Papa, den ich habe oder den ich halt eben nicht habe. Er ist zwar super hübsch, gar keine Frage, aber ich kann halt mit ihm so nichts anfangen. Deshalb wird auch er unsere Zucht verlassen müssen. Aber vielleicht freut sich ja jemand anderes darüber. Wenn euch übrigens Fohlen gefallen sollten, dann schreibt mir eine Nachricht oder einen Kommentar. Dann halte ich die für euch zurück. Am besten schreibt ihr mir direkt über Horse Reality, damit ich das vermerken kann, an wen das Fohlen geht. Und dann mache ich euch natürlich auch keine utopischen Preise, sondern einfach ganz schlichte normale Preise. Bei mir gehen solche Fohlen unter 10.000 weg, weil ja, ich brauche sie nicht. Jemand anderes freut sich und das ist die Hauptsache. Und wenn die nach ein paar Tagen halt nicht weg sind, dann wandern die zu Gisela. Und ja, aber wenn euch irgendetwas anspricht, dann sagt mir Bescheid, dann werde ich euch das zurücklegen natürlich. Wir gehen weiter und hier hatte ich auch Schiss, dass es ein weißes Fohlen wird, aber wir haben ja gelernt, die weißen Fohlen sterben anscheinend sofort. Und das hier hat auch, wie man sieht, wahrscheinlich Splash White 1 und OLW. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. So, es ist eine Stute. 818 hat die kleine Maus. Gucken wir uns schnell die Eltern an. Die sind beide von mir. 818 ist schon wieder schlechter. Warum denn? Das verstehe ich nicht. 1, 9, 2. Okay, ich habe nichts gesagt, denn beide Elternteile haben keinen einzigen Very Good. Das habe ich hier ein bisschen blöd aufgeschrieben, aber sie hat ein Very Good. 1, 9, 2. Das heißt, sie ist besser als die Mami. Und sie hat auch noch ein Below Average, was sie nicht mehr hat. Ne? Wenn ich das jetzt alles richtig gesehen habe. Ja.
Das ist super. Dann sehen wir auch über die paar weniger GP hinweg und wir gehen mal ins Labor, schauen, was sie so hat. 2E, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Sie hat 2E, ein Double Cream, ein Double Done, ein Champagne und OLW und Splashwort 1. Ja moin, ne? 2E, D und Cream. Oh mein Gott, das ist schon echt crazy. Okay, ich habe sie Magic Dragon genannt. Bei ihr ist viel los, aber sie ist besser als die Mutti. Und das heißt, sie wird die Mutti ablösen. Alles klar. Und dann gehen wir zum letzten Fohlen für heute. Ich hoffe, ihr habt euren Tee ausgetrunken. Es ist ein Hengst. Oh, es ist eine 787. Ach so, nee, ich war gerade falsch. Ich dachte gerade an 887. Ja, das wäre natürlich krass gewesen. 787 ist schon wieder drunter. Was ist denn heute los hier? Einfach nur 12. Gut. Die Genetik sagt. Ach so, warte, wir gucken erst nochmal die Eltern. Was haben die Eltern denn hier gesagt? Zwei very good, aber auch zwei average. Average. Ja, also zumindest hat er kein average drin. Das ist schon mal gut. 12 good einfach nur, ganz schlicht. 2E ein Cream. Zweimal Splashword 1. Trotz Hälfte hat er auch eine ziemlich schlechte Konfi, muss ich sagen. Auch wenn er echt hübsch ist und 12 good hat, das ist irgendwie reizend, aber ist mir halt auch irgendwie einfach zu wenig und deshalb wird auch dieser Hengst uns verlassen müssen. Und ja, das war das letzte Fohlen für heute. Wir hatten ziemlich viel Leid mit dabei, muss ich sagen. Es kann nur besser werden, oder? Ich weiß nicht, wie viele Fohlen ich jetzt geixt habe. Das sehe ich dann immer nach 6 Monaten, wenn ich sie dann verkaufe. Beziehungsweise ist ja auch schon 3 Monate. Und ja, wie gesagt, sollte euch was gefallen, sagt mir Bescheid. Schreibt mir direkt bei Horse Reality rein und ich reserviere euch das Fohlen. Und genau, weil ich kann damit dann nichts anfangen. Meine geixten Pferde kommen halt weg. Ich stelle sie ein paar Mal in den Verkauf rein oder ihr schreibt mich an. Ich mache einen Privatverkauf, gar kein Ding. Aber nach ein paar Tagen sind sie dann wirklich weg für immer. Ich nehme die Folge hier jetzt auch am Montag auf und das heißt, ich werde das auch am Montag jetzt hochladen und genau. Gut. Das war's jetzt erstmal für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und auch einen Kommentar da. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, meine Lieben.